Herzlich willkommen, liebe Fans der Salzburger Austria! Kurz nach dem Auswärtssieg in Kufstein ein enthusiastischer Trainer Klaus Schmidt bei mir. Neuntes Spiel, neunter Sieg. Wie fühlt sich das an? Ja, das ist natürlich ein Riesengefühl. Nein, in einer Reihe zum Gewinnen, das schafft man nicht alle Tage. Und man sieht, dass die Mannschaft auf einem Weg ist. Wir können eine Partie zu Null spielen. Auch wenn wir ein bisschen wogeln, dann hängen sie alle noch um 20% mehr ein. Wir können von der Bank Leute bringen, die Impulse bringen, die Stabilität bringen. Und das macht, glaube ich, den Erfolg aus. Nicht die ersten Öfe, sondern wir alle, die für die Geschichte arbeiten. Und ja, in solchen Momenten, wo da die Fans mitgehen, wo man auswärts bei so einer Klassenatmosphäre spielen kann, Flutlicht, super Platz, da werden dann natürlich Emotionen frei. Trotzdem, ich bin jetzt ein bisschen Emotionsbremser und stelle eher technische Frage. Wir haben in der ersten Halbzeit fast alles über die rechte Seite gespielt und wie wir dann zum ersten Mal über links gekommen sind, ist prompt das 1-0 gefallen. War das Absicht oder ergibt sich das einfach aus dem Spiel? Kufstein hat uns sehr clever unsere linke Seite zugemacht. Und wir sind auch über rechts nicht wirklich gekommen, haben ein, zwei Situationen über rechts gehabt. Und da sieht man dann auch die Klasse, dass man sagt, man braucht ein, zwei Situationen und wir können dann gewinnen. Das hat aber auch mit einem Lauf zu tun, das hat auch ein bisschen mit Glück zu tun. Aber trotzdem erarbeiten wir uns die Geschichten im Training, die Sachen, dass der Spieler vom zweiten Pfosten kommt. Das ist nicht, weil heute Freitag ist und weil super Wetter ist, sondern das ist deswegen, weil wir das uns erarbeiten. Die Austria feiert morgen den 81. Geburtstag. Was wünschst du der Austria und dir selbst zum 81. Geburtstag? Alle Gute. Danke, Klaus, okay. Und bis zum Danke. Nächsten Mal. Danke. Okay. Nach dem Auswärtsspiel in Kufstein 2-0 Auswärtssieg, Nico Meyer bei mir. Neuntes Spiel, neunter Sieg. Ich darf einmal Sportreporter-Floskel verwenden, alle Neune. Hast du das schon einmal gehabt in der Meisterschaft, dass man mit 9 Siegen gestartet ist? Nein, das habe ich noch nie gehabt, weil es der Austria bis jetzt noch nicht gelungen ist und deswegen mir auch nicht. Heute, wie kann man den Sieg einordnen von der Schwierigkeit her? Der Gegner war ja sehr kampfstark, vielleicht nicht so spielstark, aber es war, glaube ich, doch ein hartes Stück Arbeit heute wieder. Ja, wie du sagst, das war ein sehr hartes Stück Arbeit und wir haben an unsere Grenzen gehen müssen, aber am Ende, glaube ich, haben wir verdient gewonnen. Weißt du, wer morgen Geburtstag hat? Die Austria. Irgendwen gibt es noch, der morgen Geburtstag hat. Ja, wie es der Zufall so will. Und es gibt sogar einen Dritten, der noch Geburtstag hat. Der steht dir gegenüber. Ja, wirklich? Ja, war morgen Geburtstag. Alles Gute zum Geburtstag. Was wünschst du der Austria und dir selber bei der Austria zum Geburtstag? Ja, ganz klar die Rückkehr in den Profifußball. Danke, Nico. Heia. Sehr gut, danke, Nico. Gute Heimfahrt, bis zum nächsten Mal. Danke. Kurz nach dem Spiel in Kufstein, nach dem 2-0 Auswärtssieg, ist hier bei mir Sebastian Ziernitzer. Neuntes Spiel, neunter Sieg. Wie fühlt sich das an? Ja, das ist unglaublich. Nur dazu, dass man Wartenzano verloren hat. Jetzt haben wir 13 Punkte vorne und neue Spiele, neue Siege. Ich meine, was Schönes gibt es nicht. Du bist ja an der Außenbahn sozusagen der violette Dauerläufer. Auch heute wieder mit einem riesen Laufpensum. Wie lange braucht man eigentlich, bis man sich da erholt wieder nach so einem Spiel? Ja, das dauert nicht so lange. Ich weiß auch nicht. Ich bin eigentlich relativ ganz gut beieinander, glaube ich. Und dass ich mich auch schnell regeneriere. Dafür tue ich auch recht viel, dass ich viel schlafen und viel trinken und dann wird das schon. Die Austria hat ja morgen Geburtstag, 13. September. Austria wird 81 Jahre alt. Was wünschst du der Austria und was wünschst du dir selber bei der Austria? Ja gut, mir selber wünsche ich mir, dass ich noch mehr Tore und mehr Assists mache und für die Austria selber und halt, dass wir auch mehr gewinnen und dass wir halt heuer aufsteigen endlich in die zweite Liga. Das wünsche ich mir. Danke Tierney und alles Gute bis zum nächsten Spiel. Danke.